Die Wall Street behält zunächst mal ihre gute Laune. Es geht unter immer dünner werdenden Umsätzen weiter nach oben. Aber wichtiger für uns vor allem, weil es uns alle betrifft, das ist die Energiekrise in Europa und die eskaliert weiter. Es wird in den Medien kaum darüber berichtet. Dabei sind die Folgewirkungen vielleicht sogar massiver als die von Corona. Das muss man sehen, aber es ist etwas, was wirklich Firmen bedroht, Konsumenten bedroht, was hochgradig inflationär ist, Lieferengpässe verschärft, Materialmangel verschärfen wird und all diese Dinge, die kommen kaum in den Medien vor. Mich wundert das ein bisschen, also muss ich darüber sprechen und wir wollen uns die Geschehnisse mal anschauen, denn es gibt nur einen einzigen, der ein bisschen jetzt agiert und der sagt, Leute, das ist ein richtiges Problem und das ist der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, der einst ja schon im Juli 2012 wohl den Euro gerettet hat, als er in London sagte, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be enough. Also die klassische sizilianische Schweinsohrdrohung, wenn du nicht tust, was ich dir sage, oder wenn du etwas tust, was mir nicht passt, dann wirst du die Konsequenzen spüren. It will be enough war nichts anderes. Wir werden euch so platt machen, wenn ihr Hedgefonds, wenn ihr Spekulanten wettet, dass der Euro in die Binsen geht, dann werdet ihr das bereuen. Und diese Wette wollte keiner eingehen. Also wurde alle Spekulation auf einen scheiternden Euro sofort aufgelöst. Und der Euro legte zu, die Sicherheit oder die Zukunft der Gemeinschaftswährung war mindestens zunächst mal für die nächsten Jahre gesichert. Also vielleicht derjenige, der den Euro vor dem Kollaps bewahrt hat und vielleicht bewahrt uns Mario dann auch vor einigen Konsequenzen. In Italien ist der gute Mario praktisch der Superheld, weil er Gelder natürlich für Italien besorgt hat über diesen Wiederaufbaufonds oder diesen Fonds, der da unter anderem natürlich von den Deutschen in Mitte bezahlt wurde, maßgeblich. Und weil er so ein bisschen über den Parteien steht, sozusagen der Grand Seigneur der italienischen Politik ist, dieses ganze Gezänk hat irgendwie aufgehört, der ist irgendwie da ein Toben, wenn er irgendwo auftritt, der Mario in Italien, dann wird ihm applaudiert, die Wachstumszahlen in Italien besser als in Deutschland, auch die Inflation niedriger als in Deutschland, also Italien, eins der kranke Mann Europas, ist durchaus jetzt besser aufgestellt und vielleicht sind wir wieder die kranken Männer Europas. Das waren wir ja schon mal, aber jetzt sieht es so aus, als würde bei uns so ein bisschen der Drive, die Dynamik fehlen, um sich gegen manche Entwicklungen zu stemmen, manche Negativentwicklungen zu stoppen und das Ganze in eine andere Richtung zu drehen. Wir sprachen von The Energy Crisis und hier europäische Firmen schließen oder reduzieren ihre Produktion schlichtweg, weil diese hohen Energiekosten eine Produktion teilweise unrentabel machen. So hat etwa Aluminium Dunkerque Industries in Frankreich die Produktion deutlich verringert. Wir haben in Rumänien etwa einen großen Düngermittelhersteller, der jetzt praktisch teilweise die Produktion eingestellt hat. All das wird die Probleme verschärfen. Man darf eins nicht vergessen, Düngermittel, ein existenzieller Bestandteil für die Landwirtschaft. Und Dünger ist so explodiert im Preis, sodass die Produktion in der Landwirtschaft immer teurer wird, unter anderem durch Dünger, was wiederum bedeutet, dass die Lebensmittelpreise steigen. Und über Aluminium kann man nicht genug sprechen, denn Aluminium ist so ziemlich in allem drin, natürlich in Autos, natürlich in Fahrrädern, natürlich auch in Sofas. In so vielen Produkten, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, ist Aluminium drin. Und wenn weniger Aluminium produziert wird, dann bedeutet das, dass diese Lieferengpässe, dass diese Produktionsprobleme etwa in der Autoindustrie, aber auch in anderen Sektoren der Wirtschaft eben wieder massiv betroffen sein werden mit der Folge von weiterer Inflation. Hier sehen wir etwa mal die deutschen Strompreise for next year, also praktisch der Future, die hier bei 335 Euro neues Allzeithoch. Gestern waren wir schon zwischenzeitlich 25% gestiegen, sind dann ein bisschen zurückgekommen. Heute ging es weiter in Frankreich. Jetzt einen weiterer Anstieg auf 408 Euro. Also es ist hier alles andere als eine Entspannung zu erkennen. Und so hat jetzt zum Beispiel der größte Aluminiumhersteller oder der
Ja, Aluminiumproduzent in Europa eben zunächst mal jetzt einige Anlagen, einige Hochöfen stillgelegt, runtergefahren. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Das ist unter großem Aufwand nur möglich. Vor allem das Anfahren eines solchen Hochofens dauert dann relativ lange. Und so sagt Mark Hansen, hier Chef der Metal Trader bei Concord. Concord, großes Trading House in Sachen Rohstoffe. Wir sehen eine existenzielle Krise der europäischen Aluminiumindustrie und anderer metallverarbeitender Industrien, die eben power intensive sind, die also stromintensiv sind. Und hier in Hamburg zum Beispiel gibt es eine Firma, Aluminiumproduzent, die verbraucht etwas mehr Strom als die Stadt Lübeck insgesamt. Das ist natürlich extrem stromintensiv, gar keine Frage. Man versucht da natürlich Verbesserungen zu machen, aber das ist alles ein Prozess. Und hier sagt Mark Hansen weiter, es ist nicht so einfach, solche Produktionsprozesse, solche Businesses wieder an den Start zu bringen, weil eben die Vorlaufzeiten da relativ lange dauern und ohnehin ja die Aluminiumindustrie ganz stark bedroht durch den Mangel an Magnesium, das man für Aluminiumlegierungen braucht, um das zu härten vor allem. All das ist ein Riesenthema. Wir sehen jetzt auf der anderen Seite, dass etwa in Malno, das ist die Endstation, wenn man so will, dieser Jamal-Plattform, die von Russland über Weißrussland, über Polen dann eben nach Deutschland kommt, da hat Gazprom für morgen auch wieder nichts gebucht in einer Auktion. Das heißt, es wird weiterhin praktisch kein Gas nach Deutschland kommen. Wir sehen, dass in der UK die Gasfutures 20% gestiegen sind. Und wie gesagt, mit der Folge von Schließungen hier in Europa. Hier sehen wir mal die Inventories, also praktisch die Lagerbestände für Gas. Blau ist das, was derzeit der Fall ist. Und dieses Grau ist das, ist dieser Bereich, diese Spanne, in der die Lagerbestände in den letzten Jahren gewesen sind. Und wir sehen, wir sind deutlich drunter. Besserung nicht in Sicht, weil schlichtweg nichts mehr kommt. Russland ist ja der größte Lieferant von Gas, deutlich vor Norwegen, was Europa betrifft oder was Deutschland betrifft. Und so titelt ein amerikanischer Twitter-Kommentator, das Einzige, was in Europa noch schneller steigt als Omikron, das sind eben die Strom- und die Gaspreise. Und jetzt hat die britische, oder hat gab es einen Aufruf in der Financial Times, dass die stratosphärischen Preise für Gas und Strom eine nationale Krise in Großbritannien hervorrufen könnten. Das ist das, was die Energiefirmen sagen. Also hier in Deutschland, wenn Sie Tagesschau gucken, dann werden Sie davon nicht viel feststellen. Da geht es um Corona, Corona und Corona und dann abwechselnd auch mal um Omikron. Aber eben nicht um das. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die uns bald sehr intensiv beschäftigen werden. Und es ist vielleicht besser, ein bisschen früher darüber zu sprechen, vor allem früher etwas dagegen zu tun. Und der Einzige, der etwas tut, das ist Mario Super Draghi, der jetzt gesagt hat, also dieser Anstieg der Energiepreise, der erfordert dringende Action. Wir können nicht warten. Die EU-Kommission arbeitet daran. Subtext ein bisschen zu langsam. Wir müssen aber auch auf nationalem Level hier etwas tun und Familien und Firmen unterstützen, die unter eben diesen massiven Preisen leiden. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Es gibt große Produzenten und Verkäufer von Energie, die fantastische Profite haben. Sie müssen partizipieren oder sie müssen die Wirtschaft unterstützen, sie müssen Familien helfen. Also schon ein bisschen der Finger auf, ja, ihr habt die großen Profite. Ganz so einfach wird es nicht sein, denn viele sind praktisch eben selbst betroffen von diesen massiven Kostensteigerungen, auch Energiehändler. Und wenn eben nichts kommt, kommt kein Gas aus Russland, davon die Wladimir, was willst du machen? Dann sind Preissteigerungen eben jetzt nicht nur Ausdruck von Profiten. Auch wenn man natürlich die Frage stellen muss, warum sind derzeit so viele Atommeiler in Frankreich irgendwo nicht in Betrieb? 17 Stück, wie ich heute Morgen gesagt habe. Jetzt kann man auf die Idee kommen, dass natürlich die Franzosen jetzt ja die Atomenergie als grüne Energie anerkennen lassen wollen von der Europäischen Kommission und da mal ein bisschen Druck machen und mal ein bisschen was runterfahren, um zu zeigen, wie abhängig eigentlich Europa und vor allem auch Deutschland inzwischen eben von der Atomenergie ist, die Deutschland eben dann aus Frankreich importiert. Möglich, es ist eine Theorie, eine Spekulation, belegbar ist das natürlich nicht. Kommen wir mal kurz zu den Markets, kommen wir zu der Wall Street.
die, wie gesagt, weiterhin jetzt eine gute Laune hat. Gestern dieser massive Anstieg, heute deutlich gebremster, aber es geht nach oben. Volumina, wirklich dünnen Handelsvolumen. Da sagen sich Fuchs und Hase teilweise gute Nacht. Jetzt sehen wir hier das gleichwohl, aber der Breadth, also die Marktbreite, relativ mau ist. Die Anzahl der Unternehmen, die also, oder der Aktien, die über dem 50 bzw. über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, die ist wirklich, wirklich bescheiden. Das ist eigentlich ungewöhnlich für eine Situation, die ja nach wie vor, was den S&P 500 betrifft, jetzt nicht allzu weit vom Allzeithoch entfernt ist. Also es sind die wenigen, es sind solche Big Player, solche Dickfische wie Tesla, die heute deutlich steigen kann, nachdem Musk gesagt hat, naja, jetzt habe ich fertig mit Verkaufen von Tesla-Aktien. Dann hat er heute nochmal mitgeteilt, oh, ich habe doch noch welche verkauft. Also der Elon, gell, auf sein Wort ist Verlass, das ist gar keine Frage. Und apropos Elon Musk, wir sehen hier, dass die wohlhabendsten Amerikaner, also die Billionärs, die Milliardäre, dass die jetzt eigene Aktien im Volumen von knapp 43 Milliarden Dollar verkauft haben in diesem Jahr, also seit oder bis Anfang Dezember, seit von Jahresbeginn bis Anfang Dezember. Das ist mehr als das Doppelte als im Jahr 2020. Aber klar, es ging für die Aktien, die diese Herrschaften halten, ja auch in der Regel noch weiter nach oben. So dass man dann gesagt hat, okay, dann drücke ich mal auf die Sell-Taste. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem Thema Inflation. Energiekrise ist hochgradig inflationär. Lieferengpässe, Produktionsausfälle, Materialmangel, all das wird sich dadurch noch aufstocken. Und jetzt sagt der Jim Bianco mit Blick jetzt mal auf die USA, also weg von der Energiekrise in Europa, die in den USA gar nicht so der Fall ist, sagt er, hier haben wir jetzt explodierende Preise, die Konsumenten sind in einer Art Schockzustand und laufen jetzt den Händlern praktisch die Tür ein, wollen jetzt kaufen, weil sie damit rechnen, dass die Preise dann zukünftig noch weiter steigen. Hier sehen wir mal etwa die Preise für Gebrauchtwagen, für gebrauchte Fahrzeuge in den USA. Da gab es ja mal einen Rückgang zwischendurch, nachdem die Preise praktisch komplett explodiert waren. Haben alle schon gesagt, ja siehst du, temporäre, transitory ist praktisch, ne? Ist ja gleich wieder vorbei. Jetzt sind wir wieder auf ein neues Allzeithoch im Dezember gestiegen. Also die Preise steigen weiter. Und hier sagt der Jim Bianco, das ist sozusagen der Text, der Subtext, der Untertitel für das, was eine nicht verankerte Inflationserwartung ist. Und genau davor haben die Notenbanken Angst. Wenn sozusagen die Inflationserwartungen sich verselbstständigen, dann verlieren die Notenbanken letztendlich die Kontrolle über diese Inflationserwartungen. Und Inflationserwartungen sind self-fulfilling prophecies, die dann eben auch zu mehr Inflation führen. Und das macht jetzt auch die einen oder anderen Herrschaften in der EZB etwas nachdenklicher. La Isabella Schnabellina, die ist jetzt so ein bisschen nervöser geworden. Ja, es gibt Aufwärtsrisiko bei der Inflation. Hier die Unsicherheit unserer Inflationsprognose ist uns durchaus bewusst. Es besteht ein Aufwärtsrisiko. Wir haben ja gedacht, es gibt eigentlich für Inflation nur ein Abwärtsrisiko. Und das wird nochmal bestätigt durch etwa Zahlen, die wir heute aus Europa bekommen haben zu den Erzeugerpreisen. Spanien 1,8% gestiegen zum Vormonat und 33,1% gestiegen zum Vorjahresmonat. Was Sie hier sehen, ist nicht der Chart von Bitcoin aus dem Jahr 2017, sondern eben die Produzentenpreise in Spanien. In Frankreich 3,5% zum Vormonat gestiegen und 17,4% zum Vorjahresmonat. Und wenn wir jetzt uns mal die Lohnentwicklung anschauen, da geht es ja um das Thema Lohnpreisspirale, dann sehen wir, wo sind die Löhne besonders stark gestiegen? In UK am meisten, dann kommt die USA. In Deutschland sind die Löhne sogar lange Zeit gefallen oder sind rückläufig gewesen. Das Wachstum ist rückläufig gewesen. Wir sind nach wie vor in Deutschland weit unter 2%, haben aber eine Inflation von um und bei 6%, je nachdem, was man hier anlegt, welche Kennzahl. Das heißt, die Leute erleiden konkrete Kaufkraftverluste, werden konkret enteignet und so sagt dann Thorsten Poller, den wir schon bei Boom und Bust im Interview hatten, im Grunde müssten die Menschen gegen ihre schleichende Enteignung auf die Straße gehen und endlich Zinserhöhungen fordern. Inflation sei eine besonders heimtückische Form des Diebstahls. Ja, also es ist schon erstaunlich, dass die Leute über alles reden, aber nicht darüber, dass letztendlich diese Inflation, die letzt auch oder die
auch und vor allem natürlich durch die EZB begünstigt wird. Ich will nicht sagen, dass sie ausgelöst wird, aber die EZB hat natürlich die Geldmenge massiv ausgeweitet, hat die Zinsen auf Null gedrückt, hat den Zins abgeschafft. Das sind natürlich gute Voraussetzungen für Inflation. Und dementsprechend wundert es einen schon, dass da so wenig Widerstand kommt, dass man nicht sagt, also Leute, jetzt hört uns auf. Jetzt reicht es uns, wir wollen Ausgleich haben, das ist in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Wie gesagt, die Leute kümmern sich scheinbar um andere Sachen. Aber die EZB hat einen Klakör, das ist Marcello Fraccherino, der ja in der Bild-Zeitung einen hanebüchenen Text geschrieben hat, den mein Kollege Claudio Kummerfeld mal ein bisschen näher angeschaut hat. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, das strotzt vor falschen Aussagen. Vor Verkürzungen, die schlichtweg nicht der Fall sind. Jetzt, wo er nicht mehr Bundesbankchef werden kann, scheint er einfach weiterzumachen mit dem Nonsens. Wirklich erstaunlich. Und dann noch ein Artikel, den ich Ihnen auch unter dem Video verlinken werde. Gaspreis gegen Ölpreis. So dramatisch ist die Lage. Und was macht die Politik? Bis auf Mario eben nichts. Der Gaspreis ist jetzt in den letzten 3 Monaten um knapp 150% gestiegen. Der Ölpreis um 1%. Und die Gefahr besteht, dass jetzt viele auf Öl ausweichen, wenn sie es können, weil Gas schlichtweg zu teuer ist. Das würde dann Aufwärtspotenzial für den Ölpreis auch bedeuten. Diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, unter dem Video. Morgen gibt es nochmal 2 Videos, den Videoausblick morgens und das Marktgeflüster abends. That's it for the year. Dann eine Pause bis eben kurz nach Silvester. Jetzt wünsche ich das Allerbeste. Bitte um Studium dieser beiden Artikel unter dem Video und sage Servus und Ciao.